wieder euer Fritz Smilowski. Meisterschaftskampf pur. Es geht in den 32. Spieltag der Saison 2021-22. Und heute geht es um sehr viel. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Genau mit demselben Fieber wie ich. Fußball ist Leidenschaft. Fußball hat mit Ehre zu tun. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Drum lasst uns jetzt in dieses Spiel eintauchen und Spaß haben. Ich lade euch herzlich dazu ein. Auf geht's, Freunde. Jetzt ist Time für den Kampf. Get ready to get rumble. Auf geht's, Freunde. Ja, Freunde, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Es geht gegen die Werkself. 32. Spieltag. Oh Mann. Mir gefriert das Blut in den Adern. Es gibt kein Zurück. Es geht mit deutsche Meisterschaft. Alle, die von Anfang an dabei waren, wissen, was es mir bedeutet. Und ich weiß auch, was es euch bedeutet. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen in der Saison 18-19. Das hat mir der gute Stefan Schmidt, hat er ja ein tolles Video zu Hause gebracht, was er mir zur Verfügung gestellt hat. Das haben wir erreicht. Den Weg nach Europa, in die Europa-Liga, das haben wir erreicht. Wir durften Champions League spielen. Das dürfen wir sogar jetzt noch in dieser Saison. Wir stehen im Halbfinale gegen Manchester United. Und wir haben es jetzt schon mehrere Jahre versucht, die deutsche Meisterschaft zu holen. Und wir haben die Bayern immer wieder geärgert. Aber, Freunde, es ist, wie es ist. Jetzt ist die Zeit da, wo Sieger gemacht werden, wo Champions gemacht werden. Und wir haben den Verlust von Borswick Jackson zu beklagen. Viele würden sagen, ja, der war doch lange Zeit gar nicht mal Stammspieler. Das ist richtig. Aber in dieser Saison hat er sich in die Mannschaft gekämpft. Und jetzt auf ihn verzichten zu müssen, tut weh. Aber da hilft kein Jammern. Wer deutscher Meister werden will, darf nicht jammern. Der muss alles dafür tun, dass diese Mannschaft erfolgreich sein wird. Auch mit den Spielern, die vielleicht hinten dran stehen. Denn das ist das, was ein wahres Team ausmacht. Es sind nicht immer die 11 besten Spieler der Welt, die eine gute Mannschaft machen, sondern es ist immer ein Team, was eine gute Mannschaft ausmacht. Das lasst euch von mir gesagt sein. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier in die Hausaufgaben rein. Ich habe aber gesehen, dass Zufriedenheit mit ihrer Arbeit, also der Präsident ist sehr zufrieden. Schmitz fällt aus. Rino erzielt. Ja, das ist ein Mann, der kommen kann. Leider kann ich mir jetzt nichts sagen. Es ist ein Mann der Zukunft vielleicht. Und die Reserve gewinnt hier 6-1. Das kann sich sehen lassen. Wie sieht es hier aus? Bender haben wir schon gesprochen. Ich glaube, wir haben die schon alle durch, ne? Ronny Markus haben wir auch schon gesprochen, genau. Das, was ihr mir sonst immer vorgeworfen habt, habe ich aber jetzt erfüllt. Ihr seht's, ich spreche viel mit den Spielern. Ja, die zweite Mannschaft wollen wir nochmal kurz reingucken, wie es in der Tabelle aussieht. Ich hoffe, wir haben den Abstieg verhindern können. Noch sind ja ein paar Spiele. 36 Punkte, da sollte nichts mehr passieren. Es sind zwar noch 4 Spiele, aber ich denke mir, die Mannschaft hat sich gefangen. Dass wir nicht um den Aufstieg mitspielen, das war uns klar. Aber dass wir jetzt so in den Abstiegsstrudel reingeraten würden, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also Freunde, wir sehen uns gleich beim Spiel gegen Leverkusen und ich hoffe, ihr seid genauso intensiv dabei wie ich jetzt, weil das wird ein ganz wichtiges, ein ganz entscheidendes Spiel werden. Also bis gleich. Und da sind wir bei der Meisterprognose. Ja, wenn ich der Meisterprognose Glauben schenken darf, sind wir am Ende deutscher Meister. Das wäre nicht auszudenken. Das wäre nicht auszudenken. Also ein 1-1 gegen Leverkusen wird uns hier prognostiziert. Dann ein 4-2 gegen Greuther Fürth. Und ein 2-1 Sieg gegen Mainz 05. Aber das ist nur eine Prognose. Wie die Realität aussieht, das müsst ihr euch heute selbst anschauen. Es gibt
kein Zurück. Spieltag. Ihr seht das Topspiel Bayern 04 gegen FC Hansa Rostock. Da werde ich mir noch einen schönen Titel für einfallen lassen müssen. Und ihr seht VfL Wolfsburg gegen Freiburg. Auch für die Freiburger nach wie vor noch die Chance, deutscher Meister zu werden. Und der Kracher Schalke gegen den BVB. Wobei der BVB natürlich noch in die internationalen Platzierungen kommen möchte. Also ein wirklich schöner Spieltag. Und wir müssen natürlich auch noch die Bayern im Auge behalten. Also Freunde, viel Spaß. So schaut's aus. Und die anderen Partien sind Bayern gegen Nürnberg, das reine Bayern-Derby, Düsseldorf gegen Frankfurt, Bremen gegen Stuttgart, Braunschweig gegen Hannover, Fürth gegen Gladbach und ein ganz interessantes Duell finde ich hier am Schluss, Mainz gegen Carl Zeiss Jena, wobei Carl Zeiss Jena eigentlich, wenn überhaupt, nur noch eine winzige Chance hat. Freunde, schauen wir uns mal die Mannschaft an. Das ist das Team. Es sind alle fit an Bord. Die Frage ist natürlich, ob ich Poyampolo von Anfang an aufstellen soll oder Güfalsson. Güfalsson hat zuletzt einfach besser gespielt, sodass ich mich jetzt eigentlich entscheiden würde, ihn da drinnen zu lassen. Was wir jetzt natürlich machen müssen, wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir kommen dem Ende langsam entgegen. Das heißt, wir haben jetzt noch Leverkusen, dann haben wir jetzt hier Heimspiel gegen Manchester United. Dann geht es zum Greuther Fürth. Dann haben wir auswärts Manchester. Hier gibt es eine Autogrammstunde. Und hier ist der letzte Spieltag. Und dann ist eigentlich soweit alles. Meisterliga-Finale ist da, hier haben wir Fanclub-Treffen, hier haben wir Spielerauszeichnung und hier ist Saisonabschlussfeier. Abschiedsspiel scheint hier keins anberaumt zu sein oder keins möglich zu sein. Mal gucken, ob hier irgendwas geht. Nein. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Gegner an. Ich bin so aufgeregt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Man sagt das immer so, man ist YouTuber, natürlich mit Herz, es ist klar. Und das ist der Gegner. Putz vorne, ein ganz gefährlicher Stürmer, den wir natürlich in Sonderbewachung nehmen. Dann haben wir Gucci hier, Schärf, Shahin, Song, Hoffmann, Stafelidis, Bulli, Sobiech, Tom Ranken. Tom Ranken ist ein Spieler von uns, wer sich noch erinnert. Er war bei uns gewesen von 2015 bis 2021, also sogar bis letzte Saison noch. Ist dann ablösefrei gegangen, hat für uns 95 Spiele gemacht und 5 Tore und jetzt hat er schon 32 Spiele bei seinem neuen Arbeitgeber auf dem. Nee, 20 Spiele hat er jetzt auf dem. Nee, Quatsch, ich habe Scheiße erzählt. 32 Spiele und 0 Tore hat er bei uns gemacht. In der zweiten hat er 95 und 5. Und jetzt hat er bei seinem neuen Arbeitgeber 20 Spiele gemacht und 0 Tore. 10 Millionen ist seine Ablöse. Ja, natürlich ein guter Mann. Das kann man an der Stelle sagen, 23 Jahre jung. Ich hätte ihn sogar gerne noch behalten und jetzt ist er hier im Team. Also auch für ihn was ganz Besonderes. Wie kann ich das Spiel hier nennen? Es ist auf jeden Fall das Topspiel, ne? Das schreibe ich mir so schon mal auf und dann gucke ich nochmal, was wir daraus machen können. Wiedersehen mit Tom Ranken. Auf jeden Fall auch eine Randnotiz. Und
Ich werde jetzt der Mannschaft natürlich wieder hier Geld geben, das ist mal klar. Ob es jetzt das wichtigste Spiel ist, das wage ich jetzt heute noch nicht zu... Machen wir 41,5. Wir haben ja genug. Ne, wir machen mal 42. So, was ich aber nochmal sagen wollte ist, der gute Stefan Schmidt, der mir ja immer mit Rat und Tat zur Seite steht, wie viele von euch da draußen auch, er hatte die Variante gesagt, dass ich Ronny Marcos auf jeden Fall hinten links lassen sollte, dass ich eventuell mit Nietzscham über links kommen sollte oder ich sollte ihm im zentralen Mittelfeld auflaufen lassen. Aber ich habe mich so entschieden und wir sehen, Steinkrug in einer hervorragenden Verfassung hat auch, ist einer der vielen, die diese Saison sich ins Team reingespielt haben. Er hat eine 16 von der Form her. Ich glaube, da muss ich nicht mehr zu sagen. Ne? Leute, ich würde sagen, es ist alles angerichtet. Lasst uns ins Spiel gehen. Danach wissen wir mehr. Wir sind im Moment auf Tabellenplatz 1. Wir können die deutsche Meisterschaft für uns dieses Jahr nach Hause bringen. Aber heute haben wir einen ganz schweren Gegner. Das ist der schwerste Gegner, den wir jetzt noch auf diesem Weg haben. Danach sollten wir es leichter haben und heute, wie wir es bei der Prognose gesehen haben, sollte eventuell sogar ein Unentschieden für uns reichen. Ich glaube eher, wir müssen heute einen Sieg einfahren und einen klaren und deutlichen Sieg. Dann geht es uns besser. Dreimal noch gewonnen, sind wir deutscher Meister. Das ist meine Rechnung. Versteht ihr? Also Freunde, es ist genug gesagt. Gehen wir rein ins Spiel. Wir begrüßen die Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen. Boah Leute, ich bin so angespannt. Ich begrüße euch jetzt erstmal hier zum Spiel und natürlich haben wir gesehen, dass die Leverkusener Werkself sehr offensiv aufgestellt ist und vor allem mit Putz einen sehr gefährlichen Mann haben. Und was mich aber beruhigt ist, ich habe eben eine Statistik gesehen, dass Vlacho Dimos seit 323 Minuten kein Gegentor kassiert hat. Das habe ich ja auch immer wieder betont, was er für uns ein Rückhalt ist. Neben Jonathan Tah und Hannessen ist er derjenige, der hinten der Abwehr eine neue Stabilität in dieser Saison gegeben hat, dass es überhaupt möglich geworden ist, da zu stehen, wo wir jetzt stehen. Und jetzt muss es die Mannschaft hier richten. Und da ist Ronny Marcos, dem gefällt da die Position da vorne zu spielen. Das spürt man richtig. Er blüht nochmal auf da vorne. Bender auf Güfalsson, Schmitz. Oh, das geht jetzt sehr schnell hier für den Gegner. Schon fast zu schnell für mich. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie angespannt ich bin. Vielleicht wirklich, wenn ich jetzt hier so moderiere, ruhig auf euch, aber ich bin voll angespannt, weil, wie gesagt, ich habe noch nie den deutschen Meistertitel hier mit dem FM mit keiner Mannschaft erreicht. Den einzigsten Titel, den ich erreicht habe, das ist der Aufstieg von der dritten in die zweite, von der zweiten in die erste, wobei, da bin ich ja noch nicht, ich weiß gar nicht, bin ich dann damals Meister geworden? Ich glaube nicht. Und der DFB-Pokalsieg 2018-19. Das habe ich geschafft mit dieser Mannschaft hier, aber jetzt können wir einen viel wichtigeren Titel, nämlich die deutsche Fußballmeisterschaft hier nach Rostock bringen. Und wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, ich glaube 1990 war Hansa Rostock Meister, damals mit dem Trainer Reinders, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, den ich noch selbst aktiv als Fußballer erlebt habe. Eine urige Marke, wie ich finde. Hat damals sehr gut zu Hansa Rostock gepasst, so wie ich vielleicht. Okay. Und vielleicht sind da sogar ein paar Ähnlichkeiten, wer weiß. Vom Typ her bin ich vielleicht ein bisschen ähnlich sogar. Bin auch eine verrückte Nudel manchmal und jetzt die Chance über Putz hier. Wir müssen aufpassen. Ich darf nicht so viel labern. Ich muss mich nicht mehr auf das Spiel konzentrieren. Oh, wow, wow, wow. Der Ball fliegt hier an Freund und Feind vorbei. Oben auf den Live-Ticker will ich gar nicht schauen. Ich will mich lieber auf unser Spiel konzentrieren. Wir haben eigentlich das Top-Team auf dem Platz. Yannick Steinkrug, der sich hier mit Gutsche abkämpft, ist neu ins Team reingekommen, weil Boswick Jackson sich verletzt hat. Macht das aber bis jetzt gut.
Julian Neu steht hinten dran, den kann ich natürlich immer wieder über links bringen. Jonathan Tah und Hansen hinten sorgen für Ruhe in der Innenverteidigung und hinten Blachodimos hält Bälle, die normalerweise ins Tor gehen. Und das gibt mir Zuversicht für dieses Spiel. Und vorne haben wir Patrick Weihrauch, einen Stürmer, der zwar diese Saison gesetzt war, der jetzt in fast 4 Jahren Weltklasse gespielt hat. Und auch dieses Jahr hat er wieder gut gespielt, aber für dieses Jahr würde ich sagen, hat es nur für die internationale Klasse gereicht. Und da sehen wir gerade, was Blachodimos für ein Torwart ist. Vor Putz an dem Ball. Aber die Werkself ist hier beingefährlich. Boateng, vielleicht kann er heute nochmal so einen grandiosen Tag hinlegen. Nur noch wenige Spiele, denke ich mir. Ich denke, er wird nach der Saison aufhören. Da ist er. Steckt durch auf Patrick Weihrauch und der erzielt hier fast das 1:0. Und ihr seht, ich bin schon auf die Knie gehockt, runtergegangen. Ich halte es kaum noch aus. Jetzt kommt die Ecke in den Rückraum. Oh, und das ist gefährlich. Putz hat Platz. Schärf spielt nochmal zurück auf Sobiech. Oh, weia. Ja, sind dann überfallartig, kommen sie nach vorne. Aber meine Mannschaft verteidigt das bis jetzt gut. Und jetzt der Konter vielleicht über Gifalson. Nein, der Pass war schlecht gespielt. Schlecht gespielt. Marcos kämpft sich den Ball zurück. Bender, der viel Erfahrung hier reinbringt in das Spiel. Und dann der Fehlpass von Patrick Weihrauch. Auf Boateng sollte der eigentlich gehen. Und da ist Putz. Aber Steinkrug, bin ich echt von überrascht, wie stark er doch in dieser kurzen Zeit, wo er hier ins Wasser reingeschmissen worden ist, wie schnell er sich hier etabliert hat in der Mannschaft. Aber die Leverkusen lassen auch nicht viel zu. Das sieht man hier gerade an den letzten 2-3 Passagen hier. Und immer wieder Schärf und immer wieder der Versuch, Putz vorne in der Sturmmitte anzuspielen. Aber Tah kann da hinten wirklich gute Arbeit leisten. Boateng. Das ist abseits. Das ist abseits. Ja. Gute Idee von ihm, aber das konnte man schon vorher sehen, dass das abseits wird. 34 Minuten sind rum. Eine gute Chance habe ich in Erinnerung von Patrick Weihrauch. Es war keine hundertprozentige, aber es war eine gute Chance. Die Leverkusener sind nicht ganz so stark, wie sie sonst gegen uns gespielt haben. Aber immer noch gefährlich genug. Bin vorsichtig mit Prognosen am heutigen Spieltag. Und da ist Putz. Und über Blachodimos müssen wir nicht mehr reden. Langer Ball nach vorne geschlagen. Nuri Sahin, auch ein Mann, den man immer wieder beachten muss, der auch viel Erfahrung hat, der ja auch schon im Ausland gespielt hat, in Holland. Dann beim BVB natürlich lange Zeit sehr erfolgreich war. So, und Marcos, das ist unser Mann, nie weggegangen von Hansa. Kam vom HSV. Gifalson. Gifalson und das Boateng. Wow. Prinz Boateng hatte die Riesenchance jetzt, aber es war zu eng. Er hatte kaum Platz, um jetzt den Ball zu lupfen eventuell. Weihrauch. Auf Boateng. Boateng sucht Gifalson. Gifalson mit einem Superpass in die Schnittstelle der Abwehr bei Leverkusen. Schmitz hat den Ball. Aber es ist leider abseits gepfiffen worden. Es ist abseits. 43 Minuten. Gehen wir mit einem 0-0 in die Halbzeit. Es wäre okay. Leichte Feldvorteile für uns, würde ich sagen. Wir hatten die besseren Chancen, aber jetzt Putz. Boah, und Steinkrug macht das einzig Richtige. Er haut den Ball erstmal ins Aus. Er spielt solide. Er riskiert nichts Unnötiges. Und das, finde ich, macht er richtig gut. Jetzt aber hier über außen. Gut, der Ball kommt hoch und Blachodimos. Ja, auf den kann man sich da hinten verlassen. Ich kann mich an keinen Schnitzer oder Fehler von ihm erinnern. Also er ist wirklich im Moment der absolute Rückhalt da hinten. Schön den Ball hier weggespitzelt von Boateng. Weihrauch geht jetzt über links. Boah, lässt hier einen um anderen
Mitspieler von Leverkusen stehen. Boateng setzt sich voll Granate ein hier, hat gerade eine Blutgrätsche versucht. Und Putz kommt aber an Tah nicht vorbei. Und das ist Halbzeit, es steht 0:0. Die Bayern führen 3:0, das heißt im Moment sind die Bayern vor uns. Wir müssen also in der zweiten Halbzeit müssen wir ein Tor schießen. Das heißt, ich werde jetzt den Einsatz erhöhen. Behalte mir noch vor, Poyampalo bringen zu können. Wir müssen jetzt in der zweiten Halbzeit ein Tor machen. Das wäre für uns mega wichtig. Ich würde die Tabellenführung ungern weggeben. Jetzt schlägt unsere große Stunde, sage ich der Mannschaft. Jetzt müssen sie an die Grenzen gehen. Ich weiß, ich tue der Mannschaft jetzt weh, wenn ich auf 100% gehe. Aber sie müssen es jetzt. Wir brauchen jetzt dringend ein Tor. Schmitz kommt nicht an den Ball. Schön den Ball erobert. Boateng, was macht er jetzt? Auf Patrick Weihrauch und er löst sich gut. Patrick Weihrauch. Och, und Boateng hatte, glaube ich, hier die Einschussmöglichkeit, aber am fast freien Tor scheitert er. Das ist ärgerlich. Ja, wir sehen es jetzt, die Zweikämpfe immer härter geführt. Oh, jetzt ist Gutsche durch. Gutsche ist durch. Aber Jonathan Tah steht da hinten. Ich muss das nicht oft genug betonen, wie ein Fels. Boateng. Auf Patrick Weihrauch. Kann er sich lösen? Sucht nochmal Ronny Marcos. Nochmal auf Ronny Marcos. Das machen sie sehr gut, die zwei erfahrenen Spieler. Und dann die Flanke leider von Marcos. Nicht so gefährlich, als dass Leno da... Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, schön gemacht von Bender. Aber der Ball ist nicht weit genug geklärt worden. Der nächste Angriff rollt von den Leverkusener. Schmitz jetzt zurückgeeilt. Hilft Heinze. Boateng. Erstmal sicher gespielt. Auf Marcos jetzt von Bender gespielt. Nochmal zurückgelegt auf Bender. Und da ist Gylfason. Gylfason versucht zu dribbeln. Dribbelt sich aber ein. Und ich bringe jetzt Poyampalo rein. Ich habe so ein Gefühl, als wenn er jetzt der Mann der Stunde sein könnte. Poyampalo. Für Gylfason und dann würde ich gerne noch was machen. Ach, er ist ja schon drinne. So. Dann würde ich jetzt gerne für Ronny Marcos Julian Neu reinbringen. Ist so ein Gefühl. Wir brauchen frische Leute jetzt. Das Spiel ist sehr kraftraubend. Gylfason kommt nicht vorbei. Bender setzt nach. Weihrauch. Und jetzt die Chance. Und er macht's nicht. Mann, Mann, Mann. Bessere Chancen kann man doch gar nicht kriegen. Oh, und jetzt Leverkusen. Jetzt wird's gefährlich. Und Heinze steht gut. Da bist du als Trainer der machtloseste Mensch auf dem Platz. Oh, und der Ball ist drinne. Und das kann nur einer. Das kann nur Patrick Weihrauch mit seinem 22. Tor. Reißt er uns hier aus der Lethargie. Was für ein Schuss. Mit voller Gewalt. An den Innenpfosten. So, jetzt führen wir 1:0. Jetzt haben wir die Tabellenführung zurückgeholt. Aber wie geht's weiter? Oh, Song macht hier Heinze nass. Ball kommt hoch, aber da ist unser Keeper. Boah, bin ich froh, dass ich den Weihrauch da vorne habe. Und da ist Julian Neu. Macht das ganz stark. Bender fängt wieder alles da hinten wie so ein Staubsauger ab.
Nochmal nach vorne auf Poyampalo. Der spielt nochmal den Ball zurück. Warum geht er denn nicht selber? Ihm fehlt so ein bisschen das Selbstvertrauen, obwohl er ja die meisten Tore bei uns geschossen hat. Aber wir sehen, Weihrauch kommt auch immer näher jetzt. Poyampalo hat so eine kleine, ich will es nicht sagen als Krise, aber es ist eine Form Schwäche. Und Steinkrug macht das sehr gut. Der Pass von Heinze war schlecht. Und wieder Song, der über links kommt, weil der Pass einfach vorher zu schlecht war. Und da ist Vlachodimos. Boah, Leute, 71 Minuten. Im Moment läuft alles nach Plan, aber wir brauchen ein zweites Tor, das hier Ruhe reinkehrt. Poyampalo, er schafft es einfach nicht. Bender. Was war das? Abseits. Kam mir sofort, wenn so früh gepfiffen wurde. Puh, Leute. Boateng. Auf Schmitzkatz. Der arbeitet auch schon ein bisschen mehr nach hinten, wie ich sehe. Dem fehlt wahrscheinlich auch die Kraft. Und Boateng, vorbildlich. Habt ihr das gesehen? Mit was für ein Einsatz geht er da bitte schön rein? Und Julian Neu, was macht er da? Spielt Patrick Weihrauch frei und der hat hier die Möglichkeit zum 2:0, aber leider hat es nicht gereicht. Also Boateng, ganz hervorragend. Bender. Schmitzkatz auf Heinze. Wieder auf Bender. Boateng. Nochmal zurückgelegt. Sehr, ach, und da kommt der Fehlpass. Und das eröffnet den Leverkusen die Chance zum Konter. Julian Neu geht zurück. Schiri lässt laufen. Und das ist Einwurf für uns. Und Robertson kommt rein für Stafelidis. 80 Minuten sind rum. Eine knappe Führung, eine knappe 1:0-Führung. Und Julian Neu muss weit zurück mit dem Ball. Jetzt aber der schöne Pass auf Steinkrug mit Absatzkick von Steinkrug. Was geht denn da bitte schön ab? Nächste Einwechslung. Noch 8 Minuten. Chantôme, ein sehr guter Mann, wie ich finde, kommt für Hoffmann rein. Auch ein torgefährlicher Mann ist dieser Chantôme. Aber Steinkrug bleibt da hinten auf der linken Seite sehr klug und clever spielend. Macht hier nichts Spektakuläres, sondern hält sich an solide Fußballweisheiten, den Ball ins Aus zu spielen, wenn es eng wird. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jonathan Tah. Schmitzkatz. Nochmal zurück auf Heinze. Und jetzt kann er gehen auf der rechten Seite. Jetzt hat er Platz, der Schmitz. Kommt er da vorbei? Nein. Aber das gibt nochmal die Möglichkeit zur Einwechslung vielleicht, oder? Nö. Sind alle soweit fit? Lass mal. Schmitz. Auf Poyampalo. Und ist er drin jetzt? Julian Neu, und Julian Neu macht hier den Siegtreffer, wo ich sage, jetzt ist Deckel drauf und jetzt können wir auch nochmal auswechseln. Jetzt können wir nochmal auswechseln und da würde ich schon mal sagen, bringe ich mal den Christoph Kramer rein für Bender, dass der auch nochmal ein bisschen Spielpraxis bekommt. Das Ding ist durch. Wir sind weiterhin auch nach dem 32. Spieltag Tabellenführer. Das hätte ich mir vor dem Spiel nicht träumen lassen, dass wir das so gut nach Hause spielen hier. Jetzt heißt es noch ein paar Minütchen durchzustehen und dann ist hier das Spiel vorbei. 3 Minuten werden angezeigt, sollen nachgespielt werden. Kramer hier mit Handspiel. Ball kommt hoch rein. Tah klärt. Abseits, das bringt wieder Zeit. Oh Leute. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge nächste Woche sehen werdet. Vielleicht Freitag. Oder Donnerstag. So, den Ball hat Heinze nochmal.
auf Kramer gespielt, auf Boateng, der heute hervorragend gespielt hat. Und Julian Neu, ja, er ist eine Alternative auf links. Abonnent von uns. Wird sich freuen, wenn er das jetzt sieht, denke ich mir. Ein Teil der möglichen Meistermannschaft zu werden. Ist ja schon ein Teil davon. Und da ist Weihrauch. Kramer kriegt nochmal den Ball. Und das ist abseits hier. Ja, Poyampalo, weiß nicht, was mit ihm los ist. Im letzten Drittel der Meisterschaft hat er derartig abgebaut. Hätte ich nie gedacht. War bei mir am Anfang gesetzt. Irgendwo hat er einen Knacks gekriegt. Aber dafür haben sich neue Leute reingespielt, wie Steinkrug, wie Julian Neu. Und das Spiel ist vorbei. Wir sehen uns gleich beim Nachbericht. Und Julian Neu war zwar nicht lange im Spiel, aber er ist der Mann, der beste Mann von uns. Das ist sehr überraschend, muss ich sagen, dass er in dieser kurzen Spielzeit dann doch so stark gesehen wurde. Für mich ist aber viel wichtiger, dass wir hier gewonnen haben. Das heißt, einzelne Spieler... ein bisschen müde heute. Einzelne Spieler will ich gar nicht so herausheben hier. Die Abwehr ist im Moment unser Prunkstück, muss ich sagen. 323 Minuten war es vor diesem Spiel. Das Vlachodimos ohne Gegentor ist, jetzt kommen nochmal 93 dazu. Also das ist schon eine Statistik, die kann sich sehen lassen. Und wir sind mit 76 Punkten weiterhin vorne. Vor den Bayern. Die Bayern haben 3:0 gegen Nürnberg gewonnen. Schalke gewinnt 3:2 gegen Dortmund. Aber die Dortmunder haben nach wie vor eine Chance. Also die können gegen Wolfsburg immer noch punkten und können sich da noch reinschieben. Unser Spiel habt ihr gesehen. Bremen verliert 1:2 gegen Stuttgart. Das wird die Bremer aber nicht treffen. Genauso wenig wie die Stuttgarter. Wolfsburg verliert 0:5 gegen Freiburg. Ja, Freiburg bleibt dran. Ist mit dem Bayern die Mannschaft, die uns am nächsten dran ist. Dann kommt eine kleine Lücke, dann kommt Schalke und Leverkusen. Jetzt natürlich nach der Niederlage raus aus dem Meisterrennen. Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen. Das heißt, es ist nur noch Freiburg, Bayern und ganz hinten dran würde ich noch Schalke hängen. Ja, Greuther Fürth verliert 1:2 gegen Gladbach. Braunschweig holt sich einen Punkt gegen Hannover. Düsseldorf verliert 0:2 gegen Eintracht Frankfurt. Und Mainz 05 gewinnt gegen Carl Zeiss Jena, sodass eigentlich heute feststeht, dass Carl Zeiss Jena und Greuther Fürth abgestiegen sind. Also das ist definitiv so. Nur noch Braunschweig hat die Chance, da unten rauszukommen. Und Jena und Fürth sind abgestiegen. Das ist definitiv so. Ich will mal gucken, wie es in der zweiten Liga aussieht. Der Hamburger SV jetzt mit 68 Punkten da oben. 31. Spieltag. Die haben noch 3 Spiele. Da kann man noch nichts prognostizieren. Ja, Freunde, so sieht's mal aus. Spieltagsstatistik. Da haben wir einmal Bender, dann haben wir Julian Neu. Die von uns hier drin sind, stimmen. Macht euch mal wieder ein Standbild. Könnt ihr mal gucken. Und beste Spieler. Da hat sich natürlich Patrick Weihrauch jetzt nochmal ein bisschen höher gebracht. So sieht's aus. Und ich bin sicher, dass jetzt angezeigt wird, dass Greuther Fürth und Carl Zeiss Jena abgestiegen sind. Ich glaube, das wird jetzt angezeigt. Weil theoretisch ist das jetzt gelaufen für diese Mannschaft. Ja, und wir haben jetzt einen ganz schweren Brocken vor der Brust, nämlich Manchester United. Zeit zum Ausruhen gibt's nicht. Ja, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Und die nächsten Spiele werden mega spannend werden. Da haben wir einmal jetzt das Spiel Manchester United. Dann haben wir noch 2 relativ leichte Spiele gegen Greuther Fürth und gegen Mainz 05. Die ich aber jetzt nicht so leicht daherkommen lassen möchte, sondern die wir genauso konzentriert angehen werden wie das Spiel gegen Leverkusen. Ich sage Dankeschön, ich sage Tschüss und ja, wir sind weiterhin Tabellenerster. Das ist erstmal Fakt. 2x siegen noch, dann sind wir deutscher Meister.
Ach, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann werde ich verrückt nachher. Also, ich sage jetzt nichts. Keine Prognosen, keine Voraussagen. Alter Trainerspruch. Wir werden von Spiel zu Spiel denken und nicht mehr. Also, tschüss.